Vielen Dank für Ihre Präsentation. Am liebsten würde ich in Sie alle drei investieren. Und ich habe auch schon ein Gefühl, wo ich welche Unterstützung bieten müsste. Das geht jedoch leider nicht. Und deswegen werde ich jetzt mich von einem oder einer von Ihnen verabschieden. Wer gehört zu den letzten zwei und wer nicht? Daniel, wie Sie sich immer vorbereiten und auf den Moment wissen, was Sie tun müssen und sagen müssen, das ist beeindruckend und ich glaube an viel, viel, viele Chancen und Erfolge mit Ihrem Produkt. Und deswegen sind Sie in der allerletzten Runde, die Runde der letzten zwei. Ich heb ab, nichts hält mich am Boden. Alles vielen Dank, Herr Maschmeyer. Das freut mich sehr. Glückwunsch, es wird immer spannender. Es wird immer spannender. Bitte schön. Ich bin gespannt. Glückwunsch, Daniel. Ja, dass ich jetzt in die zweite Runde gekommen bin, macht mich natürlich erstmal überglücklich. Ich glaube, ich muss jetzt aufpassen, dass ich jetzt nicht in eine Euphorie verfalle. Die vorletzte Entscheidung bei Startup. Es war gerade kein schönes Gefühl, dass Daniel zuerst aufgerufen worden ist. Okay, krass, jetzt ist vorbei. Es ist ganz, ganz knapp. Sie haben beide enorme Stärken. Und sie sind mir auch beide in den ganzen Wochen ans Herz gewachsen. Deswegen ist das jetzt auch für mich ganz schwer. Jennifer, Ihr Mix aus Strategie und Fokussierung gefällt mir. Ihre Vision haben wir verstanden. Sie geht weit, aber ist nah genug am Startprodukt, dass man dieser Vorstellung folgen kann. Stefan, Sie sind genial. Ich merke, spüre und sehe, Sie haben so viele Ideen. Vielleicht haben Sie aber im Moment zu viele Ideen gleichzeitig und müssen sich mehr fokussieren. Und deswegen habe ich mich für Sie entschieden, Jennifer. Stefan, ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke sehr, Herr Maschmeyer. Sie sind ein so herzlicher Mensch. Sie haben so viele Ideen. Sie werden Ihren Weg gehen. Dankeschön. Alles, alles Gute dabei. Ich danke Ihnen, Herr Maschmeyer. Ich Ihnen auch. Danke. Danke. Ich bin natürlich sehr traurig, dass ich jetzt nicht weitergekommen bin. Ich werde an meiner Vision nichts verändern. Denn bereits in Absprache mit meinem anderen Geschäftspartner habe ich diesen Plan ausgearbeitet, dass wir auch diesen Plan durchziehen werden. Und das ist eines meiner größten Ziele, die ich erreichen möchte in meinem Leben. Und da werde ich auch alles dran setzen, dass das umgesetzt werden kann. Doch erstmal heißt es für den 34-Jährigen, Abschied zu nehmen. Es war ein unglaubliches Erlebnis, in dieser Sendung dabei zu sein. Ich bin so glücklich, dass ich hier eine Familie gefunden habe, die mit mir gemeinsam meine Vision erreichen möchte. Ich bin sehr dankbar dafür, dass Herr Maschmeyer mir an der Seite stand als Mentor. Ich hoffe, dass ich noch weiterhin mit Ihnen in Kontakt stehen kann. Die letzten beiden Finalisten stehen fest. Wer gewinnt die 1 Million Euro? Ich muss auch sagen, ich war dann nicht erleichtert, sondern ich dachte mir nur, okay, was kommt jetzt als nächstes für eine Aufgabe? Weil es kann ja jetzt nicht gewesen sein. Das heißt, irgendwas kommt jetzt noch und das macht mir gerade richtig Angst. Jennifer und Daniel. Jennifer oder Daniel. Jetzt geht es um die Frage, wer wird Deutschlands bester Gründer oder Gründerin? Ich möchte in meine Gesamtbeurteilung noch etwas Letztes einfließen lassen. Und zwar gibt es für mich noch ein paar wichtige Fragen.
Welche Ausbildung und Kompetenzen sollte, wird Ihr erster Mitarbeiter im Idealfall haben, Jennifer? Schneiderfähigkeiten. Schneiderfähigkeiten. Produktionstechnik. Jennifer, was ist der Hauptvorteil Ihres Produktes? First Mover Advantage. Und der Hauptvorteil vom Schaukelbett? Einfache Lösung, konkurrenzlos und effektiv. Welche Schwachstelle hat Ihr Produkt im Moment noch, Jennifer? Die Hemmschwelle, einen Strumpf am Arm zu tragen. Und was ist noch die Schwachstelle bei Ihrem Produkt, Daniel? Die Versandkosten möglichst niedrig zu halten bei einem sperrigen Produkt. Wie viel kostet die Herstellung eines Exemplars, eines Produktes, Jennifer? Ein Armshaper im Doppelpack, 5,94 Euro. Wie viel werden Sie pro Stück verdienen? Im Doppelpack knapp 25 Euro. Wie viel werden Sie pro Stück verdienen, Daniel? 130 Euro. Welches wird Ihr wichtigster Vertriebskanal sein, Daniel? Online. Einzelhandel, Kaufhäuser und Drogeriemärkte. Was ist das Wichtigste und nur das Wichtigste, was Sie von mir als Partner erwarten, Daniel? Mentorship. Jennifer. Die Erfahrung in Bezug auf Einzelhandel, Umgang mit Zulieferer und Produktion. Vielen Dank für Ihre Antworten. Ich werde die in meine Entscheidung, die sich über 8 Wochen aufgebaut hat, jetzt einfließen lassen. Es ist gerade Achterbahn der Gefühle. Ich bin eigentlich gerade echt durch. Ich würde sagen, im Moment sind die Karten offen und die Chance für uns beide liegt bei 50-50. Und für einen von uns beiden wird sich das weitere Leben noch stärker als bislang verändern. Das steht fest. Ich bin gerade ganz tief unten. Ich will eigentlich nur noch nach Hause. Sorry. Ist das alles zu viel gerade? Jetzt geht es nur noch um die Frage, Jennifer oder ich? Nervenkitzel pur. Nach 8 Wochen kommt es nun zum Showdown. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Für mich steht die Wahl fest. Jennifer, ich werde mit Ihnen eine Firma gründen. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Dankeschön. Einfach so surreal. Ich kann das gar nicht in Worten beschreiben. Ich bin gerade irgendwie einfach nur total leer. Glückwunsch auch zum zweiten Platz. Dankeschön. Sie haben sich großartig geschlagen. Danke. Jetzt hat es nicht für den ersten Platz gereicht. Damit muss ich leben, damit kann ich leben, das gehört dazu. Und ich schaue auf die letzten 8 Wochen zurück, bin wirklich dankbar für die vielen Erfahrungen, die ich machen konnte. Ich bin total glücklich. Ich bin gerade, irgendwie haben sich gerade die letzten Monate genauso gerade alles so passiert, wie es irgendwie sein hätte sollen, und Job gekündigt, mäßig beworben und dann auf einmal habe ich gewonnen. Das ist einfach nur verrückt. Ich wünsche Jenny viel, viel Erfolg mit Shape Me und das wird ja jetzt auch wirklich ein großes Ding werden. Haben Sie geglaubt, dass Sie die Unterschrift kriegen? Es gab Momente, wo ich es gehofft hatte. Es gab aber auch Momente, wo ich mir zu 100% sicher war, dass ich es nicht bekomme.
gekommen bin. Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich. Bitte schön. Das Gründungskapital ist da. Also ich habe gerade auch ein bisschen Angst vor der Zukunft, muss ich ehrlich sagen, weil das ist ja jetzt wirklich, das war jetzt wirklich gar nichts im Vergleich zu dem, was jetzt kommt. Und ich habe keine Ahnung, was jetzt passieren wird. Und ich bin gerade total überwältigt, wenn ich dann denke, dass ich jetzt gleich meinen Mann anrufe und ihm das sage. Das wird echt. Ja. Auf gute Zusammenarbeit. Sie können sehr, sehr stolz sein. Ich freue mich auf die gemeinsame Firma. Jenny hat es geschafft. Sie ist Deutschlands beste Gründerin.